So, ihr Mistviecher, eure Tage sind gezählt. Ich habe einen verschissenen Bogen dabei. Und jetzt rasieren wir ein paar Ghasts, Alter. For real. Ich mache jetzt einfach kurzen Prozess hier. Ich hab gar keinen Bock mehr auf die Dinger. So eine Scheiße. Die Zombie-Pikmin-Armee ist auch auf meiner Seite. Let's go. Wir machen die Viecher weg. Ich habe ein paar Pfeile gecraftet. Schließlich haben wir genug Federn und so weiter. Und Flint. Von daher passt das. So, ich wollte mich da vorne irgendwo runterbauen, weil ich habe keine Fackeln gebaut, ich Affe. Ah ja. Ich wollte mich da vorne irgendwo runterbauen, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Genau hier. Natürlich. Und natürlich verpisst er sich direkt danach wieder, damit ich nicht auf ihn schießen kann. Das ist ja typisch. So. Mir fällt gerade auf, ich kann mich nur runterbauen, wenn ich eine Wand daneben habe. Ja. Nice. Das habe ich gut durchdacht. Also bauen wir uns doch mit der Treppe nach unten. Dann wäre ich auch nicht abgeschossen, was soll's. Okay, Moment. Kein Problem, kein Problem. Wird vielleicht noch zum Problem, ja. Moment, 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 kriegen wir hin. Passt. Und die Pikmin stehen mir da jetzt gerade ein bisschen im Weg, ehrlich gesagt. Wenn ich die aus Versehen schlage, haben wir gleich richtig Party. So. Einmal die Spitzhacke nachfüllen. Ich muss jetzt richtig aufpassen, wenn ich die aus Versehen schlage, dann ist Polen offen. Und dann habe ich die alle auf dem Hintern. So. Ich höre doch schon den Ghast. Ich höre doch schon den Ghast, Alter. Ich würde mir jetzt gerne hier irgendwie in irgendeiner Art und Weise Licht machen, damit ich das wiederfinde später. Zack. Machen wir das doch so. So. Ja. Von wo? Wo bist du, du Sau? Ah. Ja, toll. Das ist halt viel zu weit weg für den Bogen. Okay. Ach, Soul Sand baut man mit einer Spitzhacke ab? Nee. Okay, ist einfach scheinbar egal, wenn man es abbaut. Es geht einfach generell immer gleich langsam. Wahrscheinlich eine von den Sachen, die später erst noch. Habe ich den geschlagen gerade? Nee. Oh Gott, ey. So, warte mal. Oh, der ist echt zu weit weg, ne? Oh mein Gott, die schießt mir den Boden unter den Füßen weg, tatsächlich. Das ist ein bisschen schlecht. Ey, Junge, die sind halt zu weit weg. Oh, den habe ich nicht gesehen. Da ist so viel Feuer hier, ich habe das echt nicht sehen können. Von wo denn immer, Alter? Aber sind die echt so weit weg, dass ich die nicht treffe? Was ist das für ein Schmutzbogen? Oh mein Gott, Alter. Oh, Junge, von drei Seiten. Junge, ich kann die nicht treffen. Die sind einfach zu weit weg für einen Bogen. Das ist doch ein Joke. Was eine schmutzige Scheiße hier. Ich häng gerade im Boden fest. Nice. Ja, geil! Fällt gerade auf, die zerbomben meine Treppe. Oh boy. Alter Vater! Von wo denn die ganze Zeit? Fickt euch doch mal jetzt. Boah, hab ich keinen Bock mehr auf die Viecher. Du kannst die halt nicht treffen, weil die zu weit weg sind, Mann. Was ist das für ein schmutziger Abfuck? Junge, es sind einfach auch viel zu viele, ey. Seit wann spawnen denn so viele von den Scheißviechern hier im Nether? Ist ja insane.
Boah, macht's das nervig, ey, wirklich. So eine Scheiße. Wenn man die halt wenigstens mit dem fucking Bogen richtig treffen könnte, aber kannst du nicht, weil die einfach zu weit weg sind. Du hast keine Chance, die zu treffen. Ich habe keinen einzigen von denen getroffen. Boah, krieg ich Krebs, ey. So ein Abfuck. Und das alles nur, weil ich da unten in die fucking Lava möchte. Mann! Ja, leck mich. Deine Mutter. Kannst mich mal gern haben. Digga, wenn man wenigstens so eine Anzeige hätte, von wo die ganze Zeit auf einen schießen, ne? Ich seh's die Hälfte der Zeit halt nicht. Nice! Nice! Boom, du Bastard! Let's go! Einer weniger, das Problem ist halt, die respawnen halt. Ah ja! Viel zu schnell. Point in, ne? Point proven. Point in case oder so in der Art. Digga, wie? Hä? Was haben die für eine komische Hitbox eigentlich? Hä? Digga, was ist denn mit der Hitbox von den Viechern? Also, das ist ja insane. Das ist doch nicht mehr witzig. Nice. Okay. Zweiter. Aber trotzdem, also die Hitbox ist ja nicht, ist ja ein Joke. Also for real. Die ist ein absoluter Joke. Ich meine, die Viecher treffen halt auch mich genauso schlecht wie ich sie, aber... Also, wo sind wir denn hier? Lächerlich, ey. Och, Jungs, muss das sein? Jetzt hört's halt auf. Ey, Leute, sorry, aber ganz ehrlich, also... Ich glaube, wir haben jetzt auch einfach mal genug von den Viechern gerade kalt gemacht. Es ist einfach nur nervig gerade, wirklich. Es ist ja nicht mal schwierig. Ich glaube, ich habe bewiesen, dass die Viecher erstens zu dumm sind, mich zu treffen. Und dass ich zweitens durchaus in der Lage bin, die Dinger irgendwann wegzunatzen. Aber es ist halt, also... Es kostet halt 10 Milliarden Pfeile und geht einfach nur auf den Sack, ne? Kostet einfach nur Zeit. Gerade fürs Let's Play macht das jetzt gar keinen Sinn. So. Ja, meine Treppe... weiß ich nicht, Bruder. Ist nicht mehr so ganz existent, glaube ich. Das ist halt die Scheiße mit Neverack, ne? Da fliegt dir ein so ein Gas rein und dann ist halt wirklich komplett Ende im Gelände. Das ist echt anstrengend. Habe ich eigentlich schon erwähnt, was in diesem Update neu hinzugekommen ist? Weiß ich nicht, nachdem ich das Update vom letzten Mal noch nachtragen musste, weil ich irgendwie es vergessen habe. Trapdoors. Es gibt jetzt Trapdoors, Falltüren, ne? Klapptüren, wie auch immer die Dinger heißen. Klapptüren? Jede Tür klappt. Ja, ihr wisst, was ich meine halt, ne? Whatever. Die, die ich im letzten Update noch gesucht hatte für unseren Altar, die Dinger gibt es jetzt. Wundervoll. So. Ich möchte jetzt noch einmal kurz runter, um halt die Lava zu holen. Ich meine, das Dumme ist ja, wir haben nur 3 Eimer dabei. Das heißt, wir müssen hier noch 10 Milliarden mal rein. Deswegen möchte ich eigentlich auch halt einen Weg bauen, den wir nochmal nutzen können. Deswegen baue ich hier die ganze Zeit so eine dumme Treppe runter. Aber die Gaszeiten ist ein bisschen anders zu sehen, von daher, ja, was soll ich euch sagen, Leute? So. Ich glaube, jetzt müssten wir es einigermaßen nach unten geschafft haben. Ja. Dann machen wir hier gerade ein bisschen Feuer, dass wir erstens was sehen und zweitens wissen, dass wir hier lang müssen. So. Ah ja, guck, da war meine alte Treppe irgendwo, glaube ich. Naja, whatever. So, und jetzt... Das ist kein richtiger Lava-Pool. Das ist auch kein richtiger Lava-Pool. Das ist ein richtiger Lava-Pool. So lobe ich mir das. So, machen wir hier ein bisschen Licht.
damit wir wissen, von wo wir kamen. Genau so nämlich, aber kurz selbst angezündet. That's the plan. So, wir nehmen noch ein bisschen mehr Soul Sand mit, weil den können wir später für unseren Friedhof auf jeden Fall gebrauchen. Ich habe ganz vergessen, dass es Soul Sand natürlich gibt. Heißt auch Soul Sand, ne? Soul Sand, ja. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Würde ich schon mal so einen Stack voll machen. Ich habe schon so eine grobe Idee für den Friedhof. Ich weiß noch nicht genau, wo der hinkommt. Ich denke schon, dass wir ihn da hinten irgendwo in die Kirche bauen werden. Aber da habe ich noch keinen genauen Plan. Aber ich habe schon eine Idee, was wir mit den Grabsteinen machen. Das könnte ganz lustig werden, auch für euch, denke ich. So. So. Wir brauchen auf jeden Fall einen besonders edlen Grabstein. Da plane ich schon. Wenn wir irgendwas mit Gold vielleicht bauen oder so. Weiß ich noch nicht genau. Wollen wir mal gucken. Jedenfalls brauchen wir irgendwann einen Friedhof. Also so viel steht fest. Das ist mehr als gefährlich da unten. Dieses eine kleine Löchlein. Und ich wäre auch fast reingelaufen, Bruder. Es ist ja wieder typisch. Warte mal. Ich könnte auch einfach jetzt, anstatt das zuzubauen, das kurz einbucketen. So. So in der Art hatte ich mir das vorgestellt. Weißt du, wir machen einfach einen kurzen Trip hin, nehmen ein bisschen Lava mit und verpissen uns wieder. So hatte ich mir das vorgestellt. Weißt du, dann kommen so 30 Milliarden Gas und wollen dir das Leben echt zur Hölle machen. Herzlich willkommen in der Hölle. Mein Name ist Gast und ich bin hier ihr Empfangskomitee. Okay, siehst du, deswegen habe ich das Feuer hier hingesetzt, weil ansonsten findest du hier nämlich gar nichts mehr. So, jetzt müssen wir nur noch von da oben dann wieder zurück zu unserem Portal finden und dann ist alles easy peasy going. Ich glaube, ich sollte das zumindest mal so ein bisschen zubauen hier. Was habe ich denn da für eine Scheiße gebaut? Ich meine, wenn da ein Gas drauf schießt, ist es offen, logischerweise. Aber wenn der mich nicht sieht, schießt der auch nicht da drauf. Von daher, wenn ich das zubaue, sollte das eigentlich fit gehen, glaube ich. Stimmt, da habe ich recht. So. Den einen noch. Passt. Dann machen wir hier noch ein Feuerchen. Nicht mit Lava, bitte. So. Und dann muss ich, glaube ich, irgendwo tendenziell in diese Richtung. Alter Schwede, ich gebe dir mal, was die hier für Löcher reingebombt haben. Wenn das jetzt meine Overworld wäre, wäre ich jetzt echt grantig. Dann wäre ich jetzt echt pissed. Aber so ist es mir ehrlich gesagt herzlich egal. Sollte halt mein Never zerbomben. Wir bauen hier auf jeden Fall später irgendwann so eine richtige Cobblestone-Base und sowas noch alles rein und auch Verbindungsglieder zwischen verschiedenen Nether-Portalen, die wir später haben werden in unserer Welt, um Quick-Travel zu machen und so weiter. Aber das ist jetzt alles erstmal Zukunftsmusik. Stand jetzt möchte ich hier einfach erstmal entspannt durch die Gegend traveln können, um ein bisschen Lava zu haben. So. Das heißt, warte mal, wir haben schon zwei Blöcke befüllt. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Das heißt, hier müsste ich nochmal Lava setzen. Die mir jetzt hoffentlich nicht entgegenkommt. Genau. Dann setzen wir hier Lava. Die mir jetzt wahrscheinlich entgegenkommt. Genau. Und dann setzen wir hier Lava, die mir jetzt wahrscheinlich entgegenkommt. So, die hier chillt. Die chillt. Okay, wunderbar. Und nochmal rein da. Oh shit, das ist jetzt echt gefährlich hier, ne? Was? Der sollte... Ach, egal. Der sollte eigentlich da unten in der Block. Naja, ist, ich hätte auch ein paar mehr Eimer noch bauen können, ne? Mit drei Eimern ist das echt ass. Naja, wir folgen unserer Feuerspur. Ich würde sagen, wir machen das jetzt so lange, bis wir da unten die Reihe halt mal voll haben. Das heißt, ich mache jetzt auch diesen einen Trip. Den Rest kann ich dann auch offscreen machen, Leute. Das ist jetzt nicht so spannend. Wir werden auf jeden Fall auch wieder die Mobs einschalten später, auch wenn wir im Nether sind. Aber man muss halt ganz ehrlich sagen, das war jetzt einfach viel zu nervig, Leute. Ich glaube, das kann man mir verzeihen, dass ich da jetzt quasi den Pussy-Modus eingeschaltet habe und einfach Peaceful reingedrückt habe. Aber da gibt ja auch mal meine Rüstung, ne? Wie kaputt die schon wieder ist. Das Feuer habe ich ja gut platzioniert, ne? Bin ja auch ein richtiger G. Richtiger Macher. So, wo bin ich denn lang? Hier runter, den Soul Sand lag, ne? Ja.
Dann lass das doch nochmal kennzeichnen, bitte. So. Das mit den Feuern ist eigentlich gar keine schlechte Idee, wenn es hier nicht überall brennen würde. Null. So. Weiß eigentlich jemand, was über der Decke vom Nether ist? Geht es da unendlich hoch in das Stone-Gedönsel, bis man halt einfach nicht mehr weiter bauen kann? So baugrenzenmäßig? Oder gibt es da auch irgendwann eine Blockbegrenzung quasi? So Bedrock-mäßig. Das weiß ich gar nicht. Ich habe noch nie den Nether so wirklich auseinandergebaut. Ist doch nicht wofür. Ich meine, in der alten Version ist hier halt wirklich auch nicht viel, muss man halt zugeben. Hier gibt es jetzt wirklich nichts. Hier gibt es drei Blöcke. Glowstone, Neverack und Soul Sand. Ansonsten ein paar hässliche Gegner, die aber alle nichts Interessantes droppen, beziehungsweise mit denen kann man nichts Interessantes anfangen. Und ja, that's it. Von daher, ja, ist schon nachvollziehbar, dass man in den alten Minecraft-Versionen halt im Never eher nicht viel gemacht hat. Und Lava gibt's hier halt noch, aber das war's halt auch. Ansonsten ist der Never für mich eigentlich immer wirklich nur Quick-Travel-Station gewesen, ne? Einfach schnell von A nach B kommen über verschiedene Never-Portale halt. Von daher, ja, ist das ein bisschen useless gewesen früher. Mittlerweile, das muss man sagen, ist eine Sache, die eigentlich die neuen Minecraft-Versionen ganz gut machen. Die haben dem Never ein bisschen mehr Zweck gegeben, ne? Mit seinen verschiedenen Biomen, mit den verschiedenen Strukturen und so weiter, was man da mittlerweile alles finden kann. Das ist schon ganz cool. Das kann ich durchaus appreciaten. So, zack. Damit habe ich gerechnet. Leck mich. So. Jetzt habe ich natürlich kein Glas mehr dabei. Das ist ja klar. So, ich wollte vorschlagen, dass wir hier vielleicht einfach erstmal mit dem hier kurz zubauen, damit ich mir jetzt echt nicht die Füße verbrenne, wenn ich da aus Versehen raussteppe. Oder beziehungsweise absichtlich raussteppe, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt mit dem Rest hier mache, ehrlich gesagt. Im Endeffekt muss ich jetzt wahrscheinlich hergehen, da einen Lavablock reinsetzen und dann den Erdblock wegmachen, damit das da quasi als neuer Source-Block sein kann. Na? Und dann machen wir denselben Schlunz hier. So. Und dann halt immer so weiter. So, das heißt, ich bin jetzt bis da quasi. Ja, wie markiere ich das jetzt? Keine Ahnung, Alter. Naja, egal. Ich werde das schon nicht. Werde das schon nicht vergessen. Wird schon passen, Leute. So, dann würde ich sagen, mache ich offscreen kurz das hier. Ja, komm, ich mache das offscreen jetzt einfach komplett fertig und dann machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter.